Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der Touringkarte. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, denke ich mal, ne? Mit Silage und Gülle. Bis es alle ist, das wird verkaufen können und müssen auch. Und ich weiß nicht genau, ob die Gülle bei Schnee oder Quatsch, die Gülle ja nicht, die Silage bei Schnee, da sie offen liegt, verschwinden würde. Also knallen wir die rein, ne? Das soll ich noch nicht vorher gegen die Mauer fahren, ne? Ja, ne, und wir sind dabei, ne? Was ich gelesen habe, ist vom Forum, dass die ersten Tests laufen für die Karte, also für die Updates, die kommen sollen. Schauen wir mal, ne, ob das klappt und läuft. Hoffen wir das Beste. Und hoffen wir nicht von vorne anfangen müssen, ne? Das wäre nämlich äußerst ärgerlich. Dann müssten wir sehen, was wir dann am besten machen, ob wir hier so weitermachen oder wir machen das, ja. Im Grunde ist ja so, man muss ja nur von vorne anfangen, wenn sich Gebäude verändern. Also wenn jetzt plötzlich, weiß ich plötzlich, wenn er jetzt sich entscheiden würde, sagen wir die platzierbaren Gebäude jetzt da sind, oder die Gebäude an sich, er würde die wegmachen und dann würde das, kann nicht funktionieren, denke ich mal. Und dann kann man sagen, okay, wir müssen neu anfangen. Aber wir wollen mal keinen Stress machen, mal sehen, wie es kommt. Wir machen hier weiter mit Silage erstmal, dass wir heute mal wegkriegen. So, mal schauen, ob er anschalten müssen. Das sieht mal ganz gut aus bis jetzt. Das läuft ja, ne? Und wenn das läuft, dann läuft das, ne? Ja, die müssen wir sehen, dass wir das leer kriegen. Das kriegen wir garantiert noch leer heute. Ja. Von wegen, das läuft. Gut, jetzt läuft das. War das der Rest vom Förderband? Wäre was geworden, hätte ich jetzt Prinzip stehen lassen und dann wäre hier, naja, nichts passiert, ne? Gut, wir nehmen jetzt die Gülle. Oder wir kaufen jetzt unseren Holzvollernter, dass wir morgen noch ein Holz machen können. Das bereiten wir jetzt vor. Wir werden ihn jetzt kaufen. Fahren wir mal jetzt mal zum Händler. Jetzt machen wir unseren Tieflader. Wir werden mit einem Fahrzeug mit 40 km/h nicht hierher fahren, ne? Oder 25, wollte ich gerade fahren, ne? Dazu werden wir einen Tieflader nehmen, aufladen und gut ist. Schauen wir gleich mal einen kriegen. Kompaktlader, Drescher, Forst, ne? Das ist Tierhaltung. Also, Traktoren. Oft sehe ich ja den Wald vor Bäumen nicht. Also hier. Ich nehme dann mal den Mod. Weil der kann 12 Meter. Ohne im Original. Na, der wurde verändert auf 5 Meter Prinzip. Ja, nehmen wir schön, ne? Ups. Den kaufen wir gleich. Und zurück. Ja, das ist so, ne? Also Holz ist eine der Haupteinnahmequellen hier, ne? Ja, wir haben hier Feld vier Wälder und ich habe noch einen Wald, Eigentum, noch nicht abgeholzt, ne? Aber der soll ja nach Möglichkeit, ja,
runter, ne? Machen wir die Innern sich, da dauert man erst einen Augenblick ein bisschen lange. Ein bisschen angenehmer zu fahren, ne? Gut, Alter, geht nicht. Aber nie eingestellt. Wieder nicht geschafft. Fällt mir jetzt gerade so ein. Leider ist es so, wenn ich immer was machen will und dann nicht schaffe, das meist, weil ich nicht dran denke. Aber gut, ist halt so, ne? So, Leistung passt auch. Wir haben hier Top-Wetter, wir haben hier schöne, klare Nächte. Schauen wir mal, was wir jetzt hier kriegen. Der meldet ja morgen, glaube ich, Schnee. Hier im LS. In Österreich meldet ja morgen Orkan. Also morgen, heute Sonntag bei mir. Und morgen ist Montag und er meldet Orkan. Also sehr, sehr starken Wind. Schon ein bisschen gefährlicher als normaler Wind, also wie Sturm. Aber wir hoffen das Beste. Aber das Gras wächst schon wieder. Wir haben bald mehr mähen können, ne? Ja, da überlege ich auch, ob wir was am besten machen, ob wir uns da einen großen Mäher leihen und dann nachher einmal groß schwatten mit den größten Schwatter, den wir hier haben, und dann einmal mit der Ballenpresse rüber. Oder wir machen das so, dass wir beim Schwatten das so arbeiten, dass wir mit einem arbeiten, aber auch zwei einstellen und wir zuerst den einen Kurs fahren lassen und dann zum Schluss den zweiten Kurs. Und so können wir mit zwei Ballenpressen arbeiten, parallel. Mal schauen, weil eine Krone arbeitet recht schnell und dann haben wir die Felder auch schnell abgemäht, ne? Wir haben ja nur eins, aber groß, und da wäre schon besser, wenn wir mit zwei pressen würden. Oder wir schwatten mit zwei Geräten, das geht auch, und zwei Traktoren, ne? Das ist ja alles kein Thema, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben jetzt mal hier vor, wir wenden heute leer, ne? Wir machen das nicht wie letztes Mal mit vollen Gerätbänden auf einem unebenen Gelände hier. Hoffe, die Musik passt, dass es nicht so laut ist. So, könnte aber zu laut sein. Wenn ich dran denke, werde ich mir gleich ändern. So. Ach, wir haben noch nichts hier, ein Kalkstreuer. Den kriegt er nicht mit. So. Oder wie? Gewollt, ne? Entschuldigung. Oh, das war knapp, du. Das passt nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Und zwar, man kann den ja ausfahren. Also wollen wir kurz runterfahren. Und dann können wir das Teil ein bisschen ausziehen. Oder wir fahren rückwärts rauf. Das müsste auch gehen. Dann kann der ja hinten weiter rüber stehen. Wir können so eine Rückfahrkamera manchmal jeder haben, ne? So, sind wir hinten dran, ne? Soweit, ja. Dann fahren wir den hochfahren, nicht runter. Tausche ich immer in meinen Hebel hier. So,
Also ich meine, man kann ihn ausziehen. Dann muss ich aber gucken. Und zwar... Jetzt sieht man es nicht. Aber jetzt kann man sehen, dass ich das Prinzip ändern kann. Also die Länge vom Gerät kann man mit der Maus verschieben. Und so hat der Platz und ich kann den Hebel wieder runternehmen und muss ihn nicht vorne raufstellen auf dem, weil aber eine Kurve, wenn eine Kurve fährt, ist ja ungünstig, wenn er vorne drauf ist. Ne? Sei das ein Gerät extra, dann geht es natürlich sicherlich. Ne? So, passt alles. Ja, leider können wir es nicht festmachen, das ist nicht vorgesehen. Aber das ging in 17 auch nicht. Sollen wir ein bisschen langsamer fahren, ne? So, was ist die Uhrzeit? Jo, ich komme noch gerade so hin. Dann muss ich mal sehen, ob ich das hinkriege. Kurz mit dem Ton. Dass es ein bisschen leiser geht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Jetzt sagen die Spiegel, sagen nichts, ne? Seht nichts. Ah, sieht gut aus. Aber es fährt sich so beschissen, ne? Ja, ich kann mich nicht nach hinten bewegen, ne? Also das, was man im realen Leben nicht machen kann. Oh, oh, oh. Fahr mal eben mal so. mit Drohne zum Fliegen und mit Kamera von hinten und so, ne? Ob das theoretisch so geben würde, also machbar wäre es sicherlich, ne? Also Drohnen gibt es ja mittlerweile schon, klein und groß. Müssen nur schauen mit der Leistung der Akkus, ne? Wie lange die aushalten, ne? Aber ansonsten ist heutzutage alles möglich. Ein kleiner Brummer hinten dran, der mitfliegt und dann im Fahrerhaus eine große Monitor und man kann sehen, wie man fährt, ne? Rein theoretisch. So, kann man mit innen drin machen. Möge es gut gehen, ne? Da sind wir. Wenn man leicht zum Wald fahren, ne? Und dann eher tief werden. Dann brauchen wir noch ein Holz. Anhänger zum Autoload, ne? Also hier, ne? Und aufladen. Den haben wir auch nicht mehr. Unsere Fracht noch drauf ist. Brauchen wir mal, ne? Da sind wir im Wald unserer Träume. Ja, alles okay.
Hat er laufen lassen, der Bursche? Nee. Wieder mal vergesslich, der Bursche. Ja, da fährt nur 23 km/h, da wäre lustig geworden. Macht er jetzt nur 6? Ach, Bremse. Die Bremse vorne ist angewiesen. Also so, da haben wir schon mal hier. Mal eine lange Probe, geht, ob es funktioniert. So. Wie ist das jetzt? Ah, oh, komm, kannst du wieder sehen. Ich konnte das beim letzten Mal nicht sehen. So, machen wir 12 Meter oder machen wir 6? Wenn wir 6 machen würden, wären wir normal kaufen können, ne? So, liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich mit Holz oder mit Silage, mal sehen, was ansteht. Ich mache kurz Probe und dann geht's weiter. Tschüss und danke fürs Reinschauen.